Diejenigen, die den Willen Gottes stören in seinem Plan, Seelen zu retten, werden den Zorn meines Vaters auf sich ziehen. Donnerstag, 14. August 2014, 15 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, ich will bekannt machen, dass diejenigen, die den Willen Gottes stören in seinem Plan, Seelen zu retten, den Zorn meines Vaters auf sich ziehen werden. Wenn dem Menschen ein großes Geschenk gegeben wird, durch den göttlichen Willen meines ewigen Vaters, und er es ihm dann zurückwirft, weint mein Vater. Aber wenn ein Mensch versucht, meinen Plan, den Bund meines Vaters zu vollenden und der Welt das Heil zu bringen, zu stoppen, zu beeinträchtigen oder sich in meinen Plan einzumischen, wird er dafür sehr leiden. Wenn ein Mensch an seine eigene Macht mehr als an die Macht Gottes glaubt, dann wird er machtlos gemacht werden. Und wenn ein Mensch mich umarmt, so wie Judas es tat, mir sagt, dass er mich liebe, mich auf die Wange küsst und mich dann verrät, ist er nicht besser als jener, der mich meinen Henkern übergab. Ich bringe der Menschheit in dieser Zeit große Gnaden. Ich bringe dem Menschen durch diese Mission große Geschenke. Und was macht der Mensch? Er spuckt mir ins Angesicht, so voller Eifersucht, Bosheit und Hass ist er in seiner Seele. Diejenigen, die dies tun, werden überwältigt sein von einer tiefen Trauer, entstanden aus einer Einsamkeit, wie sie sie noch nie zuvor erfahren haben. Sie werden den Schmerz der Trennung von Gott in diesem Leben auf Erden erleiden, und wenn das geschieht, werden sie wissen, dass ihr Verrat an mir, Jesus Christus, ihrem einzigen Erlöser, die Ursache dafür ist. Sie werden jedoch auch das volle Ausmaß meiner großen Barmherzigkeit verstehen, denn indem ich ihnen dieses Leid auf Erden gebe, gebe ich ihnen eine Chance, zu bereuen und wieder ganz heil zu werden. Wenn sie meinen Willen mit Würde annehmen, werde ich ihnen das Leben in meinem neuen Königreich bringen. Wachet auf, ihr alle, und versteht, dass es mein einziger Wunsch ist, euch in meinen liebenden Armen zu entzücken. Ich bin nicht euer Feind, ich liebe euch und sehne mich nach euch mit einer Sehnsucht, die ihr unfähig seid zu verstehen. Ich sende Propheten, nicht, um euch zu erschrecken, sondern um die Wahrheit zu enthüllen, damit ich euch allen das ewige Heil bringen kann, und vor allem denjenigen, die am unwürdigsten von allen sind. Kommt, hört auf meinen Ruf, mein Plan wird ausgeführt werden, wie sehr ihr ihn auch bekämpft. Die volle Wahrheit dessen, was erforderlich ist, um euer gottgegebenes Recht auf euer Erbe einzufordern, wird bald bekannt gemacht werden. Wenn ich mit dieser Botschaft komme, müsst ihr sie willkommen heißen, oder ihr verliert eure Seele. Euer geliebter Jesus.